Hallo und herzlich willkommen am 5. August, 5.8.2020. Das ist wieder mein Videoblog. Heute ist nicht viel passiert. Es waren keine Assistenten da. Ich hatte nur ein Vorstellungsgespräch und die junge Frau, die da war, wirkte sehr verschreckt, aber ganz sympathisch. Sie hatte 2 Tage Probearbeiten bei mir. Und ja, dann werden wir sehen, ob wir zusammenpassen. Es ist meiner Mutter auch ganz sympathisch. Dann war noch die Samsung Keynote. Also jetzt kommen in Frage das Samsung Galaxy Note Ultra 20 oder 20 Ultra oder das iPhone. Das 20 Ultra kostet 1.300 € und das iPhone circa 1.400 €. Und also es kommt darauf an, in welchen Speichervarianten es rauskommt. Es kann auch sein, dass es nur 1.300 € kostet, das iPhone. Aber das weiß ich noch nicht. Ich bin vom Note 20 Ultra nicht so sonderlich großartig begeistert. Mir hätte das Fold 2 gut gefallen, aber das wird wieder über 2.000 € kosten. Und so viel Geld gebe ich für ein Handy nicht aus. Sind schon 1.300 oder 1.400 € viel. Und das muss ich mir gut überlegen, ob ich das mache. Weil das ist es mir eigentlich fast nicht wert, dafür, dass ein Apple oder Samsung draufsteht. Weil das meiste zahlt man nicht für die Marke und für die Entwicklung. Und Samsung hat so einen schnellen Preisverfall. Deswegen bin ich halt am Überlegen, ob ich mir das iPhone kaufe. Weil es doch ziemlich wertstabil bleibt. Aber wie gesagt, das wird sich erst im September entscheiden. Anfang bis Mitte September. Und dann wird man sehen, weil das Fold 2 oder Fold C2 kann ich mir sowieso nicht leisten. Und gewinnen werde ich es auch nirgends. Und da gibt's die neuen Informationen erst am 1. September. Und den Release Date, der steht noch gar nicht fest. Also, bisschen fragwürdig. Aber naja. Mir geht's heute mittelmäßig. Mir war den ganzen Tag langweilig. Meine Eltern hatten auch nicht viel Zeit für mich. Und obwohl eigentlich nichts zu tun war. Aber ja, ich hatte halt Besuch und dann mach schon die Präsentation und am Vormittag waren sie einkaufen. Ich bin heute um 9 aufgestanden, weil die Volkshilfe gekommen ist. Assistenten waren keine da. Morgen kommt Sonja wieder. Aber nächste Woche hat Sonja auch frei.
Mal gucken. Körperlich geht es so halbwegs. Ich habe vorhin Schmerzmittel genommen, weil mir die Gelenke und so wehgetan haben. Und auch der Zahn tut wieder weh. Aber es geht. Mit Schmerzmitteln. Und so im Allgemeinen gibt es nicht viel Neues. Ich bin schon sehr müde. Und ja, werde bald abschalten. Und freue mich auf Freitag. Da muss ich doch auch wieder früh aufstehen, aber da geht's zu Kerstin. Auf die freue ich mich wirklich schon. Am Samstag kommt wieder Sonja. Dann haben beide eine Woche frei. Und naja, mal schauen. Na gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.